Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy IX. Im letzten Teil haben wir Vivi gefunden und auch Steiner. Garnett, die Gute, wurde entführt und zum Waldtyrann verschleppt. Und ja, Vivi und Steiner haben einige Sporen abbekommen. Und dank Blank und seinem Gesöff sind die beiden jetzt wieder auf Vordermann. Na? Weißt du schon, wie du sie retten könntest? Na, noch nicht. Aber da wird mir schon was einfallen. Denn unser Chef, der Bark, hat uns ja verboten, die Prinzessin zu suchen. Aber ich bin mir recht sicher, dass Zidane das nicht auf sich sitzen lassen wird. Der Kleine fühlt sich wohl auch schuldig. Ich habe ihm zwar versprochen, Garnett zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Nein, als ich ihr begegnete, da war da noch ein anderes Gefühl. Eine schicksalshafte Begegnung? Ach Quatsch. Andererseits, warum nicht? Ja, und gefunkt hat's bei ihm scheinbar auch halbwegs. Und ich krieg sie auch nicht aus meinem Kopf. Auf jeden Fall retten gehen, dem Chef gehorchen und abwarten. Ne, oder? Dem Chef gehorchen und abwarten? Er wird uns das Fell über die Ohren ziehen, ich schwör's. Ich sollte lieber auf das hören, was der Chef sagt. Da kommt er nämlich noch was, wenn wir das machen. Verdammt, was soll ich nur tun? In ihren Augen lag irgendwie Trauer. So als würde sie in die unendliche Ferne weit über das Meer blicken. Wie Augen, die den Strand verleugnen, den sie sehen. Wie Augen, die die regenbogenfarbigen Muscheln am Strand nicht sehen wollen. Aber genau darin ähnelt sie mir. Was hat sie wohl veranlasst, das Schloss zu verlassen? Soll ich mich von meinen Kumpels trennen und sie retten? Gehen? Aber ich kann sie ja eigentlich gar nicht. Ich kenne sie eigentlich gar nicht. Ich muss sie einfach retten gehen. Ich will ja ein Kavalier sein. Außerdem hast du es auch geskillt, mein Lieber. Halt aus, Prinzessin Garnett. Du lernst wohl auch nie dazu, was? Blank. Was hast du denn jetzt wieder vor, Kumpel? Ich werde die Prinzessin Garnett retten gehen, was denn sonst? Und die alte Rosthaube nehme ich auch mit. Ist das dein Ernst? Du weißt doch gar nicht, was dich im Wald erwartet. Und außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Erzähl mir was Neues. Naja. Du warst ja schon immer ein Trotzkopf. Nun geh schon. Ich regle die Sache mit dem Chef. Sonst kommst du noch zu spät. Danke, Kumpel. Vielen lieben Dank. Die Rosthaube. Die Rosthaube. Es ist ja echt lustig. Markus, du ey. Den nervenden Alten aus Alexandria. Den haben wir in die kleine Kammer gesperrt und so. Manchmal gibt er ein verdächtiges Grunzen von sich. Aber ansonsten verhält er sich ruhig und so. Ja. Dann lass mich mal rein, ne? Ich will da rein. Mist. Yay, die sind ja auch alle fertig. Geigenspieler. Fürchterlich, dieses Geräusch. Ich mach mir gleich in die Hose. Oh, da liegt was, da liegt was. Latexhelm, supi.
War da noch was? Nein, hat nur so ausgeschaut. Paukenspieler. Jo. Dann werden wir also alle hier sterben, ne? Ich werde meine Frau nie wiedersehen. Die gute Rosi. Nein. Mit unseren 20 Kindern. Ha, 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 tschi. Boah. Oh. Hab dich schon erwartet. Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Du gehst sie also doch retten, ne? Ich habe ihr mein Wort gegeben, dass ich die Sache mit ihr durchziehe und so. Nach deinen Beweggründen habe ich doch gar nicht gefragt. Und die Prinzessin ist ja auch wirklich ein süßes Ding. Kein Wunder, dass du dich verguckt hast. Hey, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch schon ein triftiger Grund. Und? Bist du bereit, mein Kleiner? Die Gesetze der Dandalus sind streng. Bei dir mache ich da keine Ausnahme. Ja, ich weiß. Gut. Wenn du bereit bist, kannst du dich mir im Frachtraum nebenan stellen. Die Tür muss auch dreifach verstärkt sein, so wie der sie immer aufmacht. Da haben wir was. Potion erhalten. Ist dann hier noch irgendwas? Schaut nicht so wirklich aus, ne? Wie schaut's mit unserem Leben aus? Ja, sehr gut. Sehr gut. Da könnte ich noch eines schauen. Wartet mal kurz, anlegen. Aber ich glaube, dieser Latexhelm durfte nur der verehrte Steiner tragen. Mhm. Ja. Passt. Das ist sein Helm. Na dann, ne? Gibt es jetzt gleich was zu sehen, oder wie? Auf einmal geht es den Watschkern besser, ne? Ich bin gegen Gewalt. Na dann. Hast du deinen Frieden mit dir gemacht, Bürschchen? Lass uns anfangen, Opa. Ich kenne keine Gnade. Mir passt, ich auch nicht. Okay. Oh, Kratz. Sehr gut. Wir haben ihn gleich aufs Frosche gehauen. Ah ja! Bam! Boah, ah, ah, das kitzelt doch schon. Und zack! Boah! Die Runde geht an dich, Zidane. Was, echt schon? Scheiße, ich hab gedacht, der hat mehr Leben. Ups! Oha! Gar nicht schlecht. Das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Uff. Wenigstens ein bisschen Rücksicht hättest du ihr nehmen können. Aua. Oh, was machst du jetzt hier? Respekt, Zidane. Ich habe die Tür zur kleinen Kammer aufgeschlossen. Den Rest überlasse ich dir. Und bei euch? Du willst allein in den Frunschen Wald. Möchtest du so jung schon sterben? Jo. Du hast gegen Bug gewonnen. Du bist wohl stärker, als du aussiehst. Danke, sehr freundlich. Dann gehen wir den Opa holen. Prinzessin. No. Bist du nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl! Ich mache mir Sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Schuld, weil ihr zwielichtigen Gestalten eine Entführung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugestoßen sein. Reg dich nicht so auf, ist schlecht fürs Herz. Ich hatte sowieso nicht jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht rumzunerven, nehme ich dich mit. Also, was sagst du? Solchem Diebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen.
Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Mach dir nicht ins Kettenhemd. Die Entscheidung habe ich allein getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin retten, das ist alles, was ich möchte. Potzblitz, kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle in zwei spalten. Na, dann ist ja alles gebonkt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Nun gut. Entschuldigung. Die Stimme. Nun gut. Dann lass uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns nicht auch seine Kräfte leiht. Wie? So ist es. Die schwarze Magie von Meister Vivi war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn da zwar nicht unnötig hineinziehen, aber es gilt, die Prinzessin zu retten. Und dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee. Wir sollten ihn gleich fragen gehen. Da können wir auch gleich, warte, den verehrten Herrn Steiner anlegen. Ja, Malchus hat er schon ausgerüstet, Bronzehelm hat er auch. Jetzt ist die Frage, aha, Pestizid, Kraftklinge, da müssen wir jetzt ein bisschen trainieren. Pestizid, ja, Armreif haben wir da mal keinen. Tontauben. Okay. Und hier ist auch nichts. Nein. Da müssen wir da mal beim Bronze-Geschichtel bleiben, damit er das alles schön brav lernen kann. Und dann können wir ihn umrüsten mit diesem Latexhelm. Servus. Selbst wenn wir es aus dem Wald schaffen, gibt es keine Möglichkeit, über den Nebel zu kommen. Und Lindblum ist so weit weg. Ja, das ist kacke. Na, Markus? Gegen den Chef gewinnen und so. Mann, Alter, das macht dir so schnell keiner nach, Zitane. Aber der Chef macht dir irgendwie ein zufriedenes Gesicht. Mann, obwohl er verloren hat und so. Warte. Einen Moment. Sorry, da muss ich mal kurz an die Tür. Jo. Also, Vivi holen gehen. Ja. Hier sind wir, Vivi. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du mit uns kommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten. Die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Ihr seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin, auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist es doch, was einen Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, lass uns Prinzessin Garnett aus den Fängen dieses Monsters befreien. Na gut, ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mir ein Gedanke. Nuschel, nuschel, flüster, flüster. Bla, 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 tuschel, tuschel. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Das ist nämlich eine fette Kombi. Oh ja. So, kannst du noch was? Nein. Ja, noch immer dasselbe. Vielleicht nochmal raufgehen zum Schäfelein. Vielleicht hat er noch was für uns. Ja, da ist eine Truhe. Bronzefäustling.
Supi, das ist was für ein Steiner. Da drüben noch was? Nein. Wer weiß, was dich alles im Wald erwartet. Sei also stets auf der Hut, Zitane. Was die Prinzessin betrifft, hast du jetzt völlig freie Hand. Danke. Dam-di-dam-dam-dam. Einen Moment. Da musste ich mal husten, 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 husten. Achso, ich könnte es ihm gleich anziehen, ne? Ach, herrje. Herr von und zu Steiner, anlegen, Bratzen. Bronzerüstung, Gift und Galle, super. Da hat er dann schon insgesamt 1, 2, 4 verschiedene Fähigkeiten. Na, großartig. Können wir eigentlich auch mal Ability-mäßig anschauen, eigentlich, ne? Fähigkeiten sind es ja nicht. Anlegen. Hier, die Tontäubchen. Fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Okay, können wir eigentlich machen. Dann Pestizid. Fügt insektenartigen Monstern immensen Schaden zu. Das können wir sicher auch machen. Dann Bestientöter. Fügt Bestien immensen Schaden zu. Geht sich auch noch aus. Was haben wir noch? Gift und Galle. Verhindert Gift und Toxidus. Das ist auch nicht schlecht. Noch was? Noch mehr? Nein, ich glaube, das war's. Also das alles lernen ist sicher nicht schlecht. Dann nehmen wir das schon in Kauf, dass wir da ein bisschen brauchen. Wie lange brauchen wir eigentlich? Im Schnitt 25. Ja, 35. Gut. Das haut schon hin. Dann hätten wir noch anlegen unseren guten lieben Vivi. Anlegen. Hier noch hätten wir ein Armreif, das ihm zwar nichts bringt, aber ist wurscht. Lederweste. Ein Seidenhemd. Das wäre gut. Das geben wir ihm, weil dann kann er nämlich auch noch zusätzlich Blitz erlernen. Mhm. Also jetzt nicht nur Feuer, sondern auch Blitz. Schön. Dann werden wir das auch gleich mal bei den Abilities nachlesen. Also, ne? Hier. Hoppala. Benutzen. Also Feuer. Einzelfläche. Gegner, Verbündete. Fügt Hitzeelement. Fügt Hitzeelementaren Schaden zu. Ja, Feuer halt, ne? Was haben wir hier? Einzelfläche, Gegner, Verbündete. Fügt Donner elementaren Schaden zu. Jawohl. Noch irgendwas? Nein, derweil glaube ich nicht. Einmal zurück. Anlegen. Gibt es hier irgendwas zum Anlegen? Aber ich glaube noch nicht, ne? Nein. Gut. Fisch, dann gehen wir weiter. Dam, dam, da, da, dam, dam, dam. Fliegende Einheiten werden wir jetzt, glaube ich... Werden wir hier jetzt schon welche finden? Ich glaube fast nicht. Ist ja wurscht. Geigenspieler, du gehst also wirklich. Mut hast du, das muss man zugeben. Liegt hier noch irgendwas verborgen? Ich glaube nicht, nein. Du noch irgendwas? Du hast gegen Bug gewonnen. Du bist so stärker, als du aussiehst. Ja. So. Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ich kann ein Mädchen in Not einfach nicht im Stich lassen. So bin ich nun mal. Was bist du nur für ein Hecht? Ich glaube, mein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha, jemand eifersüchtig? Dir passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin Garnett anfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Mädchen gibt's wie Sand am Meer, wirklich. Aber für den Fall der Fälle, hier nimmt das mit, Zitane. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Das ist kein Liebestrank, du Schwachkopf. Das ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls sie wieder welche abbekommt. Hm, na wenn das so ist, dann sag's doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sabbeln... Unglaublich, der Kerl. Gegengift von Blank erhalten. Und jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities ausrüsten kannst, Zitane? Mhm, haben wir gerade eben gemacht. Übe dich im Kämpfen, auch wenn du die Tantalus verlässt. Du wirst noch wesentlich stärker werden, wenn du lernst, mit deinen Abilities umzugehen. Gib Acht auf dich, Bug. Hm, wie rüste ich mich nochmal mit Abilities aus, Blank? Was? Das blickst du auch nicht. Wofür taugst du denn überhaupt, Mann?
Unter Menü Ability anlegen kannst du dir die entsprechende Ability aussuchen. Geht klar. Dann sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst, Blank. Hoffentlich muss ich deine Visage nie wiedersehen. Pass auf dich auf, Kumpel. Servus. Zum Ausruhen geh einfach in die Kajüte, Jeb. Echt wahr? Du bist uns immer willkommen, Zidane. Wie schaut man aus, gesundheitlich? Ist noch alles fit? Jo. Wir werden jetzt dann auch ein bisschen trotzdem noch kämpfen, denn Steiner und Vivi sollen ja auch ein bisschen stärker werden. Dürfen. Hallo. Wenn du nicht mehr bei der Tantalus bist, Zidane, muss ich auch von dir Geld nehmen, ne? Gesetz ist Gesetz. Brauchst du was? Jo, keine Ahnung, Portion haben wir genügend, da haben wir auch noch genug. Antitod, können wir vielleicht noch, ja, nehmen wir vielleicht noch zwei mit. Und dann, ja, Zelt. Brauchen wir eigentlich nicht. Dankeschön. Und dann gehen wir die ganze Geschichte auch noch speichern tun. Jupp. Ja, speichern, wie gesagt, von oben weg. Da. So. Blam. Sehr schön. Und wir sind ein Dream Team. Sehr gut. Gibt's vielleicht für Mognet noch was? Ein Brief für Zidane. Schau. Kubo. Von Ruby an Zidane. Zidane, jetzt gut? Also, bei mir alles ganz gut, soweit. Übrigens, ich habe hier in Alexandria einen interessanten Typen kennengelernt. Ich schreibe bald wieder. Das freut dich sicher. Doch bestimmt, oder? PS. Schöne Grüße auch an den Rest von Tantalus. Diese Ruby benutzt schon ziemlich seltsame Wörter. Ich verstehe nur Bahnhof, Kubo. Das ist ein Dialekt. Aber ich kann ihn nicht gut. Nix dabei. Danke. Dann hatsch mal weiter. Wenn wir jetzt mehr Leute im Team sind, werden auch die Gegner irgendwie mehr. Also, die rotten sich jetzt auch in Teams zusammen. Bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, der geht schon wieder weiter. Ein Konzert im Wald. Ein bisschen mehr Schwung, wenn ich bitten darf. Lass uns den Viechern zeigen, was eine Pauke ist. Das macht einem richtig Mut. Endlich wieder Musik. Quietschdröd. Ihr seid ja richtig am Tuten und Blasen. Wir gehen uns kurz umschauen. Haltet euch bereit zum Abmarsch. Jupp, okay, claro, brüt. Bam, bam, bam. Ah, ich glaube, da geht's schon zum Big Boss. Dann werden wir hier ein bisschen trainieren und so. Bam, 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 badam, badam, badam. Badam, badam. Ah, fliegende Einheit. Na gut, das dürfte dann eine fliegende Einheit sein. Ich möchte, dass der Gute auch hinbekommt. Oh, der Steiner gibt jetzt Gas. Moment, alle? Okay. Hades, Magie, Feuer. Ah, gleich zweimal. Super Saiyajin-Modus aktiviert. Yeah. Wind. Ui, aua. Oh, das war's schon?
Nachbarn. Supi. Bravo, Herr Steiner. Fein gemacht. So. Keine Items, aber eine Instagram-Karte. Supi, 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 supi. Dann tun wir weiter trainieren da. Ich werde mich auch hüten, da weiterzugehen. Ja, supi. Yeah, zwei Isegrims. Nein, wieder Trans? Das stimmt ja was, das kann jedenfalls Trans sein. Das stimmt gerade was nicht. Was ist denn das gerade? Warte, ich wollte spitzen eigentlich. Ist ja wohl schon. Da kommen wir jetzt gerade nicht mit. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug. Das sollte eigentlich so nicht sein. Wupp, 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 wupp. Zweimal Stufe aufgestiegen. Also Level wupp, wupp, wupp. Passt. Was läuft denn hier gerade falsch? Ist das wieder so eine komische Geschichte aktiviert? Optionen, glaube ich, ist das gut. Nein. Warte. Maximal Kill. Kann ich zugänglich gemacht werden. Ich will das ja auch gar nicht aktivieren. Irgendwas ist da gerade voll komisch. Irgendwas ist da gerade total komisch, weil so viel soll eigentlich nicht sein. Wenn du das Zeug im Kampf nicht verbrauchen kannst, nämlich, ist Pech, dann kannst du keiner mehr nutzen eigentlich. So kenne ich's noch. Das ist gerade voll komisch. Habe ich jetzt wieder? Weil dann gehe ich gleich zum Endgänger, dann ist mir's wurscht. Dann nehme ich die Garnett noch dazu, wenn die jetzt nochmal Trans haben, und dann wird es wohl besser sein. Volle Hütten. Was ist denn das? Hat voll komisch. Jetzt macht sie der Stein wieder kaputt. Das ist gerade echt voll komisch. Ja, ich weiß noch damals, also beim originalen Spiel. Da musste man wirklich stark trainieren, dass man da weiterkam. Die Pflanze hier, die war wirklich stark. Da musste ich auch mal gegenheilen. Also so es ausschaut, sind jetzt immer zwider. Die Leute, solange das gar nicht befreit ist, dann werden wir das doch machen. Das ist total interessant. Gerade vorhin beim Park nämlich auch. Da bin ich mir recht sicher, dass beim originalen Spiel, dass es da kein Super Saiyajin-Modus gab. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich nutze das jetzt aus. Ich muss es wahrscheinlich nutzen. Oh, ja, stimmt. Kubo! Kubo! Eine wunderschöne Waldquelle. Hier scheinen keine Monster zu sein. Ein Naturbrunnen. Lagebesprechung. Mhm. Bist du dir sicher, Chef? Ich bin mir immer sicher. Wir werden auch hier abhauen, sobald wir bereit sind. Nimm diese Karte mit. Bis Lindblum ist es noch ein weiter Weg. Alles klar. Wir sehen uns im Quartier. Jawohl. Na Fisch, da will ich sagen, Prost. Auf euer Wohl. Komplettheilung der HP und MP. Lebenspunkte und Magiepunkte. Servus, da, schau mal, einen Brief. Ach, ich hätte so gern einen Brief. Aber wir tun dafür speichern. Ich speichere Kubo. Ich würde sagen, hier drauf noch. So, fertig.
Tschüssi. So, hier ist... Ah, achso, das ist nur hier, ne? Ist da hinten irgendwas versteckt? Nein. Dann gehen wir weiter. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Oje, das dürfte der Waldtyrann sein. Bam, bam. Oh. Ja, kommt so her, ihr bösen Viecher. Bam, badam, badam. Ah, ein Hinterhalt auch noch. Ja, natürlich, das ist schon so. Da haben wir eben das Magieschwert, Feuer zum Beispiel. Da soll er schon wissen. Vivi macht seine Hades-Magie. Das ist ja unglaublich sowas. Also das ist ein bisschen unnötig. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich nimmt das gerade ein bisschen vom Spiel Spaß. Ich finde das gerade nicht super. Ich hoffe nicht, dass das bei jedem Endgänger so ist. Und dann kriege ich einen Schirm. Yeah. Wup, 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 wup. Level up. Weil das ist dann schon also sehr einfach. Da müsstest du schon bald einen Schwierigkeitsgrad einstellen, dass du auf normal oder schwer spielen kannst, weil das ist echt übel. Geht's dir gut, Prinzessin? Das hier ist wohl der Boss. Prinzessin! Du hältst dich da gefälligst raus. Wie steh ich denn da, wenn die Prinzessin Alexandrias von einem Räuber gerettet wird? Glaubst du, du packst das allein? Recht. Auf geht's. Oh nein. Das ist so groß. Das Viech halt. Ja, ja. Also wir stibitzen dann schon mal fleißig. Setzen auch schon drauf die Hades-Magie ein. Und sagen, mach den normalen Angriff, das hätte schnell gehen. Ich schwöre, da gab es vorher keine Trans. Augentropfen geklaut, der hat sicher noch mehr. Ich habe den damals ohne Trance besiegt und das war überhaupt kein Problem. Musste dich halt ein bisschen gegenheilen, aber das war jetzt echt nicht so die Welt. Eisenhelm, super! Richtig, Augentropfen brauchte ich auch viel. Angriff, Hades Magie. Und Stichwissen. Ich liebe die Hades-Magie, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass er zweimal einen Zauber einsetzen kann hintereinander, das hätte echt zu viel. Die reinsten Waschlappen. Platz da. Ich räume hier auf. Jetzt kommt der nächste. Aha, dann sind wir schon Richtung Ende. Mit dem Gegner. Da kann Clown helfen, das ist natürlich ganz super.
Feuer! Haja! Jawohl. Und das war's mit dem Urkraut. Supi, 5 AP bekommen. Gil und eine Feder. Prinzessin, so komm doch zu Sinnen. Zidane, kippe das Gift, Gegengift rein. Genau, das Gift. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie bald wieder auf den Beinen, oder? Was denn? Das war's noch nicht? Oh, Scheiße. Verflixt, die kreisen uns ein. Diesmal liegt unser Heil in der Flucht. Flieht. Was zögerst du so? Hilfe! Komm, Blank, komm, komm. Nix hier weg. Und jetzt, dieses Event hier ist das perfekte zum Trainieren. Weil da kommen jetzt gerade endlos Gegner. Und da möchte ich jetzt gern ein bisschen trainieren. Den einen Kampf machen wir jetzt noch und im nächsten Part trainieren wir ein bisschen. Ich werde euch das nicht vorenthalten. Schon wieder die Trans, das gibt's ja nicht. Bei allen drei, ich komme da jetzt nicht mit. Bei jedem Kampf, das ist scheiße. Da ist 100%ig ein Bug drin. Das muss ich jetzt dann gleich überprüfen gehen. Das zieht mir gerade voll an. Muss ich echt gerade sagen, das zieht mir gerade voll an. Ja, den Stein geklaut. Das ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Die Jadesteine sind auch für was ganz Besonderes. Feuer. Was? Die haben schon Feuer erlernt? Cool. Aber jetzt muss ich kurz Pause machen. Jetzt verstehe ich gerade nicht. Echtzeitkamera. Kampfbeginn. Wortbeweg. Texttempo. Kampftempo. Fingerzeiger. Kampftutorial. Ich bin gerade echt nicht mit. Auf jeden Fall, ich lasse es jetzt mal so in diesem Pause-Bildschirm, sage ich jetzt mal. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!